Die Stadtgemeinde Knittelfeld hat zur diesjährigen Gemeindeversammlung ins Kulturhaus Knittelfeld eingeladen. Dabei hat es für die Bürger einen Rückblick über das vergangene Jahr gegeben, sowie Einblicke in die aktuelle Finanzlage. Außerdem hat man einen Blick in die Zukunft geworfen und geplante Projekte vorgestellt. Ganz wichtig für uns ist das Schulkonzept, das Knittelfelder Schulkonzept, das uns die nächsten 5 Jahre begleiten wird. Das ist das größte Investitionsprojekt, das die Gemeinde überhaupt jemals umgesetzt hat. Wir reden hier von einem Investitionsvolumen von fast 30 Millionen Euro in den nächsten 5 Jahren. Das ist mir persönlich ganz, ganz wichtig für die Kinder, für die Schulen, dass da gute Schulinfrastruktur gebaut wird. Ein wichtiger Punkt im neuen Schulkonzept ist die Verbindung der Volksschule mit dem Gymnasium. Wir reden hier von einem Brückenbauwerk, das wirklich 80 Meter über einen Stadtraum, über die Straße, über einen Kindergarten und über einen Pausenhof führt. Und das ist schon was Besonderes, weil man das Gebäude jetzt nicht in der Erde verankert, sondern eigentlich so als Skywalk über verschiedenen Thermen oder beziehungsweise über verschiedene Themen darüber ziehen kann. Weitere wichtige Projekte sind beispielsweise das Radwegkonzept oder die Innenstadtbelebung, die in Knittelfeld schon lange umgesetzt wird. Ja, wir haben grundsätzlich 4 große Schwerpunkte beim City-Management in Knittelfeld, die sich eigentlich über Jahre hinwegziehen werden. Das ist einerseits das Standortmarketing, bekannt eigentlich als Leerflächenmanagement, dann laufend Kundenbindungsmaßnahmen Knittelfeld, Knittelfeld-Gutschein, dann ein ganz großer Schwerpunkt ist unser Markteln, also unser Bauernmarktprojekt am Knittelfelder Hauptplatz und last but not least das reine Veranstaltungswesen, wo wir natürlich schauen, auch neue Veranstaltungsformate zu entwickeln und alte und traditionelle ganz einfach ein bisschen aufzupeppen, aber beizubehalten. Die gesamte Gemeindeversammlung ist zu sehen unter www.kanal3.tv/live.